Der Präsident hat was zu sagen. Ruhe da hinten. Ja, ich freue mich erstmal, dass alle so zahlreich erschienen sind. Also, ich muss mich erstmal bedanken, dass so viele zugesagt haben. Habe mich gefreut, lief erst schleppend an. Ich habe schon Sorgen gehabt, aber dann ging es Schlag auf Schlag. Ich habe gesagt, macht dir keine Sorgen. Ja, ja. Der Stefan hat es gesagt. Ja, erstmal möchte ich alle begrüßen. Ich hoffe, wir erwarten alle eine gute Anreise. Wäre ich auch egal. Bedanken möchte ich mich erstmal Firma Weber, die wieder die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Herr Frank Timmermann von Oris, der heute auch gleich die Neuheiten vorstellt. Fürs Catering ebenfalls bei Weber und Oris. Ja, wir bedanken uns in dem Fall bei Chiefs and Butchers aus Essen, ja, dass ihr so wunderbar hier aufgedeckt habt. Und wir freuen uns aufs leibliche Wohl. Ja. Ich sage auch vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich heiße Frank Timmermann, bin von der Firma Oris, bin dort angestellt im Außendienst. Kümmere ich mich mit einer Kollegin, die in Süddeutschland den Markt Bayern und Österreich betreut, den kompletten anderen Markt in Deutschland. Unter anderem haben wir dann auch regelmäßig einen Austausch hier im Hause Weber. Auch ganz herzlichen Dank, dass du, Stefan, in Vertretung von Herrn Weber uns die Räume zur Verfügung stellst. An dich herzlichen Dank, du organisierst das alles. Gerne. Ja. Und ich habe schon gehört, gerade in den Vorgesprächen sind Gäste aus Limburg da, Sauerland habe ich gehört, also einige haben wirklich lange Anreise. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Lassen Sie mich zwei Sätze sagen zum Club, zu Oris und zu unseren Kampagnen. Den Club, den Oris Chapter, haben wir gegründet, vor 2 Jahren ist es etwa geschehen, ja, mit dem Ziel, dass wir uns zusammensetzen wollen. Wir wollten eine Community gründen. Ziel dieser Community ist es, Spaß zu haben, wie an diesem Abend. Es sind herzlich Gäste eingeladen. Das müssen nicht unbedingt Gäste sein, die eine Oris-Uhr tragen. Auch Träger anderer Marken sind herzlich willkommen. Wir wollen ein bisschen quatschen über Uhren, Spaß haben, die neuesten Geschichten erzählen, natürlich auch Uhren zeigen. Zu Oris möchte ich sagen, Oris ist seit 2021 offiziell UN-zertifiziert. Wir sind klimaneutral. Das hat uns sehr stolz gemacht. Wir müssen uns allerdings auch verpflichten, jedes Jahr einen gewissen Prozentanteil weniger CO2 auszustoßen. Es gibt viele, viele Aktionen drumherum, Stichwort nachhaltige Uhren. Wir verringern zum Beispiel Gewicht und Volumen unserer Verpackungen. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal, eine neue Art Verpackungen in einem Leder, was nachhaltig gegerbt ist. All solche Ideen werden zum Teil schon umgesetzt. Die Firma selbst hat einen großen Umbau hinter sich. Der Servicebereich wurde komplett neu aufgebaut mittlerweile. Generieren wir Strom aus Solarenergie. Es gibt sogar Tage, wo wir so viel Strom erwirken, dass wir uns übrig haben, das geht in einen Speicher, geht ins Dorf rein, ins Dorf Höllstein, nahe Basel. Tolle Aktionen, die sich auch widerspiegeln in den Urbenkampagnen. Grob gesagt führen wir 2 Kampagnen. Einmal Urbenkampagnen über das Werk natürlich, über das wir gleich noch sprechen werden, das eine Kaliberwerk, wo wir sehr stolz sind. Wir haben aber auch auf der anderen Seite Kampagnen, die sich mit dem Thema Umweltgedanken beschäftigen. Wir haben in den letzten Jahren viele, viele tolle limitierte Uhren auf den Weg gebracht. Dat Watt im letzten Jahr, New York Harbor, früher schon Great Barrier, wo man Korallenbänke angepflanzt hat. All diese Ideen stecken in Uhren. Ich erzähle das deshalb, weil wir wollen nicht dem Kunden den Eindruck erwecken, wir machen uns klimaneutral und greifen dann irgendwelche PR-Themen auf. Das machen wir natürlich auch, aber bei uns hat es Sinn und wir leben das. Das ist ganz wichtig dabei. Das war es, was ich grob sagen wollte. Ich wünsche uns jetzt allen einen schönen Abend, lecker Essen, gute Getränke und nachher gepflegte Gespräche, vielleicht auch das eine oder andere Video, was wir zusammen machen. Und wie gesagt, einen tollen Abend. Vielen Dank. Wir wünschen euch jetzt erstmal einen guten Appetit. Lasst das Essen nicht kalt werden. Es wird. Ja, dann. Gesund und lecker. Bin ich Vorsitzende fürs neue Jahr eingeladen. Das ist Wahnsinn. Der Ohr
Social Club Düsseldorf, heute zu Gast bei Jubilee Weber in Gelsenkirchen-Buer. Und neben mir steht der Präsi. Nicht der Bundespräsi, der Orispräsi. Bernhard Pape, hi, grüß dich. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ihr habt heute hier ein tolles Event hier, ne? Ja. Also ich sag mal, ich glaube, wir sind über 30 Leute. Wir schauen mal. Und du hast gerade so freudig gesagt, ja, über 30 Leute. Du hast mir das eben schon erzählt. Du hast das Ganze ja initiiert, den Oris Social Club Düsseldorf. Und hast das aus dem Nichts quasi, dieses Chapter, wie man bei Oris sagt, ins Leben gerufen. Und das hat ganz klein angefangen, ne? Ja, ich sag mal, im Grunde genommen mit mir. Und ich muss sagen, Unterstützung natürlich durch Oris. Und dann relativ schnell kamen die ersten Mitglieder. Ich glaube, wir sind inzwischen ja immer noch klein mit 300 Mitgliedern, aber 200 Mitgliedern noch was. Ja, für mich schon ganz gut. Also wie gesagt, die Unterstützung habe ich einmal durch Oris natürlich selber. Jubilee Weber steht immer an meiner Seite. Das ist jetzt das zweite Oris-Treffen, was wir hier haben. Beim ersten waren wir noch mit, ich glaube, 17 Leuten, jetzt schon mit über 30. Also es wird ganz gut angenommen. Die Stimmung ist gut. Es gibt leckeres Essen. Zu trinken ist gesorgt, ja. Und man könnte von exponentiellem Wachstum sprechen. Ja, ja, so kann es weitergehen. Ja. Wenn du sagst, die Mitgliederzahl steigt, wir reden vom Club, wir reden vom Chapter, was für Voraussetzungen muss man denn mitbringen, wenn man bei euch Mitglied werden möchte? Am besten Spaß an Uhren. Also man muss noch nicht mal eine Oris-Uhr haben. Also der Oris Social Club ist eigentlich gegründet worden von Oris, also in verschiedenen Ländern, verschiedenen Städten. Einfach, dass fanatische Uhrenenthusiasten zusammengebracht werden und eine Plattform haben, wo sie sich austauschen können. Und es muss eigentlich nicht immer nur um Oris gehen. Das ist auch von Oris nicht so gewollt, sondern es soll eine Community gebildet werden, die sich aus Uhrenfreunden zusammensetzt. Und das gibt's weltweit, ne? Also du hast eben gesagt, Skandinavien, die Skandinavier sind weit vorne, ne? Genau. Amsterdam, Paris, Madrid, London, überall gibt es Oris Social Club. Und wie gesagt, in Deutschland gibt es drei Stück. Es gibt einmal bei uns in Düsseldorf, dann gibt es Stuttgart und Nürnberg. Seid ihr untereinander vernetzt, also auch mit anderen Ländern? Also gibt es da einen Austausch? Es gibt einen Austausch. Wir haben also, ich sag mal, Gruppen über Messenger der Präsidenten und da kommen dann Neuheiten. Wir sind da schon vernetzt und es gibt dann auch so Teams-Meetings mit Oris zusammen, wo wir dann auch gefragt werden, was meint ihr, was möchten die Leute sehen, was hätten die gerne? Und das ist schon schön, wenn man dabei ist. Und über eventuelle Besuche gegenseitig und über die neuesten Uhren und vor allen Dingen über die Clubuhr reden wir gleich noch. Ja, wunderbar. Wir sind heute zu Gast beim Oris Social Club Düsseldorf, aber nicht in Düsseldorf, sondern in Gelsenkirchen-Buer bei Jubilee Weber, bei mir der Präsident vom Düsseldorfer Chapter. Und das ist, heißt wirklich also offiziell Chapter. Ja. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, es gibt diese Oris Club Chapter weltweit und haben auch schon gesprochen, ihr tauscht euch aus, seid vernetzt. Wie ist das so mit Besuchen? Also du hast eben gesagt, in Bangkok gibt es auch einen Club. Ja, ich sag mal, untereinander, wir wollen mal gucken, dass wir ein Treffen in Höllstein zusammenkriegen. Ist natürlich nicht einfach. Für mich ist jetzt die Schweiz nicht so weit weg, aber für jemanden aus Bangkok ist es schon ein ganzes Stück. Also solche Sachen sind auch, aber wir machen auch viel, ich sag mal, dass man so Teams-Meeting macht vom Chapter selber. Wir haben auch schon Stammtischtreffen gemacht bei uns, was bei uns auf der Facebook-Seite dann bekannt gegeben worden ist. Das war dann auch ganz gut besucht oder jetzt hier das zweite Treffen und wo wir dann auch, ich sag mal, die Oris Social Club Uhr Düsseldorf vorstellen. Die hast du schon in der Hand, ne? Und das ist also so, dass jeder Club, jedes Chapter quasi diese Clubuhr gewidmet bekommt von Oris und das Besondere findet dann oder das Individuelle findet dann immer auf der Rückseite statt. Das heißt, da wird für jeden Club ein Deckel angefertigt mit einer speziellen Gravur. Genau, das ist die Gravur eben unseres Chapters. Wir haben eben unseren eigenes, ich sag mal, Oris Social Club Düsseldorf hat halt den Funkturm aus Düsseldorf als Wahrzeichen und das ist hinten drauf graviert und dadurch, dass wir jetzt aber noch ein relativ kleines Chapter sind, wird es auch eine relativ spezielle Uhr sein. Die gibt also, ich sag mal, normal ist sie eben am
Lederband. Ich selber habe sie am Stahlband. Das gehört sich auch so für den Präsidenten, dass er einfach mal was anderes macht. Das liegt eben an meiner Neigung, dass ich gerne ein Stahlband habe. Ein Teil des Verkaufserlöses wird von Oris auch gespendet in lokale gute Zwecke. Das heißt, das findet in Abstimmung mit euch auch statt. Genau. Juwelier Weber macht da mit hier und ihr guckt dann auch hier vor Ort und direkt in der Nachbarschaft, wo dann dieser Erlös hingeht und geholfen wird. Ich muss einfach sagen, Oris ist sehr transparent. Wir können sehr gut mit denen kommunizieren. Man kann da anrufen jederzeit. Wir werden informiert. Wir bekommen die Kontakte da. Und das ist eigentlich ein junges Team, was auch Spaß hat, mit neuen Medien zu arbeiten und uns mit einbezieht. Werden wir gleich auch noch kennen, den Frank, der hier ist. Von Oris, genau, der Frank, ja. Werden wir gleich auch noch ein Interview mitmachen. Diese Uhr kann man kaufen, also die ist jetzt nicht nur für einen kleinen Kreis vorbehalten. Das ist ja also nicht so, dass jetzt nur die bereits bestehenden Mitglieder diese Uhr bekommen oder kaufen können, sondern diese Uhr kann man bei Juwelier Weber kaufen und dann aber auch, glaube ich, nur hier, ne? Juwelier Weber kann man, beim Juwelier nur bei Weber hier kaufen. Es gibt, glaube ich, noch Online-Möglichkeiten, aber... Das macht ja keinen Spaß. Nein, der Vor-Ort-Kontakt ist einfach... Ich kaufe alle meine Uhren hier und nicht online. Und dann ist man automatisch Mitglied, wenn man diese Uhr kauft? Mitglied ist, wenn man einfach anmeldet beim Oris Social Group, einfach einen Mitgliedsantrag oder nicht Antrag stellen, einfach, wie heißt es bei Facebook? Adden. Nee, wenn man einfach signen. In der Gruppe, wenn man der Gruppe Oris Social Group beitritt, dann ist man dabei und bekommt Infos vorab, wenn Neuheiten rauskommen, man wird als erstes informiert. Ne? Also das ist, man muss da nicht richtig, das ist kein Clubbeitrag oder eine Clubmitgliedschaft. Wenn man keine Lust mehr hat, kann man eben aus der Gruppe austreten. Aber hat bis jetzt noch keiner gemacht. Ich kenne keinen. Warum auch? Ja. Bernhard, du hast viele Gäste heute hier. Ich wünsche dir einen ganz tollen Abend, ganz viel Spaß. Und wir werden uns natürlich jetzt gleich auch nochmal umschauen, werden euch noch weitere interessante Interviewpartner hier vor die Kamera bringen. Ja. Es ist genauso gekommen, wie wir es uns vorgenommen haben. Es hat sich zu einem wunderbaren Abend hin entwickelt hier bei Juwelier Weber in Gelsenkirchen-Buer. Der Oris Social Club Düsseldorf ist hier heute zu Gast und es gibt viele schöne Gespräche um Uhren, natürlich um Oris. Und Frank Timmermann ist bei mir von Oris. Ich sag mal so, der weite Weg von Höllstein über Düsseldorf nach Gelsenkirchen-Buer. Ich würde sagen, du hast es geschafft. Genau 50 Kilometer. Ich wohne nämlich in Hagen. Nein, ich bin da seit 20 Jahren schon tätig für dieses wunderbare Unternehmen Oris, ein familiengeführtes Unternehmen. Und deswegen sind wir ganz, ganz froh, dass wir hier heute Abend in den Geschäftsräumen von Juwelier Weber sein dürfen, auch ein familiengeprägtes Unternehmen. Und ich finde, das passt doch. Absolut. Und du hast heute Abend auch wunderschöne Neuheiten mitgebracht aus dem Hause Oris. Und die hast du vorhin schon quasi hier den Freunden und Mitgliedern vom Oris Club Düsseldorf vorgestellt. Und eine hast du uns mitgebracht. Eine Uhr, die hat schon für Furore gesorgt. Ich halte es mal in die Kamera. Man sieht hoffentlich das orange-rote Zifferblatt. Sehr markant, das ist kein Zufall. Wir nennen die Uhr Colson, Colson Limited Edition auf 1000 Stück. Wir haben uns zusammengetan mit Colson Aviation. Colson Aviation ist auch wieder ein Familienunternehmen, da sind wir wieder bei den Familien. Gute Sachen. Beheimatet in Kanada. Und das sind Feuerbekämpfer, die stellen Mensch und Material, Fluggerät zur Verfügung, wenn irgendwo auf der Welt Waldbrände ausbrechen, was ja leider in der letzten Zeit immer häufiger geworden ist. Und man muss davon ausgehen, dass es auch in diesem Jahr wieder zu diesen ganzen Waldbränden kommt. Und wir haben uns mit dieser Firma zusammengetan, haben diese Uhr entwickelt. Wie gesagt, ich sagte schon, das rote Zifferblatt. Das Besondere an der Uhr ist, die ist in einem 3D-Druckverfahren aus Kohlefaser entstanden. Ach. Ja, das haben wir in Kooperation mit der Schweizer Technischen Universität gemacht, mit der Hochschule, die uns ein Verfahren zur Verfügung gestellt haben. Es ist patentiert, deswegen kann man auch nicht ganz so viel da sagen, weil sicherlich auch Mitbewerber heiß drauf sind, diese Verfahren kennenzulernen. Wir sind stolz, dass wir das mit den Jungs zusammen gemacht haben. Also für alle, die es versuchen auch zu machen, die kommt jetzt nicht aus dem 3D-Drucker.
Ja. Und wenn, dann sehr aufwendig. Wenn, dann sehr aufwendig. Also es ist ein Carbonfaser, sehr leicht. Die Uhr wiegt, wenn ich es auswendig weiß, 66 Gramm. Und in Verbindung mit der Schließe ist es eine Uhr, die gut tragbar ist, die kaum zu spüren ist im Handgelenk. Und sie tun am Ende Gutes damit. Ja, der Erlös geht zum Teil an wohltätige Zwecke. Dieser ganze Abend des OSC-Clubs steht ja auch unter dem Gesichtspunkt, wir wollen helfen, wir wollen nicht einfach nur Uhren verkaufen, sondern wir wollen auch Gutes tun. Und das tut ihr ja nicht nur mit dieser Uhr, sondern auch mit ganz vielen anderen Modellen auch, ne? Ja, das ist richtig, das haben wir auch in der Vergangenheit schon getan. Mir ist ganz wichtig zu erwähnen, dass wir auf den Zug Nachhaltigkeit nicht etwa kurzfristig aufgesprungen sind. Wir sind seit 2 Jahren offiziell UN-zertifiziert. Oris hat schon vor 15, 16 Jahren etwa begonnen, limitierte Uhren auf den Weg zu bringen, wo wir Positives für die Umwelt tun. Ich erinnere an die Grab Barry Rift, die erste Uhr, etwa 15 Jahre her. Von den Erlösen dieser Uhr haben wir am Great Barrier Reef künstliche Bäume eingesetzt, Korallenbäume. Und diese künstlichen verbinden sich mit den Natur, mit den beschädigten Naturkorallenbäumen und daraus entsteht etwas Gutes. Sicherlich, wir können nicht das gesamte Gebiet retten. Dazu ist das einfach zu groß, aber wir setzen ein Zeichen und das ist uns wichtig. Ja, und mir gefällt das und vielen anderen natürlich auch, die Freunde von Oris Uhren geworden sind. Also gerade so auch die Kollektion, so die ihr die letzten Jahre so auf uns losgelassen habt, da war so viel Tolles bei. Mein Favorit ist, und ich war blöd genug, nicht rechtzeitig eine zu kaufen, dat wat. Bei euch liegt nicht noch eine irgendwo in der Ecke, die weg muss, oder? Eine neue nicht, nein. Die ist sowas von ausverkauft. Letztes Jahr gingen die letzten weg. Wir hatten auch ein tolles Event am Nordseestrand in Verbindung mit einer Plastikmüllsammelaktion. Die war sehr schnell ausverkauft und leider können wir da nichts Neues mehr organisieren. Aber der Gebrauchtuhrenmarkt ist ja auch ein toller Markt vielleicht. Ja. Wenn man Glück hat, hat man dort eben mal eine Chance. Da muss ich mir eine irgendwo herklüngeln. Und wer weiß, vielleicht liegt da irgendwo bei uns noch etwas in der Pipeline. Was da noch kommt? Schauen wir mal. So, jetzt bin ich neugierig. Ihr auch? Dann schaltet wieder ein. Vielen Dank. Ja, was soll ich euch sagen? Zwei Sauerländer beim Clubabend hier vom Oris Social Club Düsseldorf bei Jürgen Lee Weber in Gelsenkirchen-Buer. Ich kann nur sagen, Sebastian, du wirst mir zustimmen, hier haben sie ein Herz für Sauerländer, oder? Absolut, die fühlen sich immer willkommen als Sauerländer, immer gern gekommen ins Ruhrgebiet. Obwohl ja Dortmund mein Herzensverein ist, ja, komme ich trotzdem gerne nach Gelsenkirchen zu Weber. Absolut, ja. Hast du dich auch passend heute mit dem blauen Pulli. Ja. Extra deswegen, ja, blau angezogen heute Abend, genau, ja. Nee, man muss dann auch was für die Liebe tun, ne? Absolut, das ist einfach ja. Das ist vollkommen richtig, ja. So, du bist heute auch eingeladen worden hier zum Clubabend und hast dich auch schon mal durchgestöbert durch die Neuheiten von Oris. Genau, der Bernhard eingeladen heute Abend zum Oris-Treffen hier mit den Kollegen von Oris und wir haben schon die Neuigkeiten heute Abend bewundert. Ja, sehr schöne Uhren, tolle Releases, die es ja gab und ja, freue mich schon auf das nächste Event. Ganz toll, immer gerne. So, jetzt haben wir ja gehört, man muss nicht zwingend eine Oris am Arm haben, um hier willkommen zu sein. Und du hast gedacht, okay, dann mache ich das auch mal, ziehe heute mal was anderes an. Auch blau-weißes Ziffernblatt, ne? Also auch hier Schalke lässt grüßen in Gelsenkirchen-Buer hier. Und das ist natürlich auch eine Hammeruhr, die du am Arm trägst, Chopin Alpine Eagle. Richtig, ja, die Chopin Alpine Eagle in Stahl, 41 mm, ganz tolle Uhr, trägt sich super angenehm, extrem flach, extrem ja, angenehm am Arm, ganz tolles Modell, auch über Weber gekauft, beim lieben Stefan. Ja, herzlichen Dank nur dafür, ganz tolles Modell. Übrigens Linzer Stahl, also wenn ihr euch interessiert, guckt mal ein bisschen nach, also auch da gibt es viel zu entdecken darüber. Soll, ich weiß nicht wie viel mal, auch noch kratzfester, härter sein als anderer Stahl. Tolle Uhr, ich habe die auch schon mal anfassen dürfen, aber ich musste sie hier lassen, man wollte doch das entsprechende Salär dafür haben. Und du hast sie jetzt
vielleicht ganz bewusst, aber vielleicht hast du dich auch zu der Liebe zu Blau hin für das blaue Blatt entschieden. Ich finde ja das Graue noch geiler. Ja, ich hatte beide damals zur Auswahl, das Blau und das Grau, habe ich dann doch für Blau entschieden, weil ehrlich gesagt Blau meine Lieblingsfarbe ist und da ist auch mir einfach mehr Freude, auf das blaue Blatt zu gucken. Das Grau ist auch sehr schön, sehr understated, aber mir persönlich gefiel Blau besser. Wenn ich dann mal eine in Grau habe, dann treffen wir uns und dann zeig du mir deins, ich zeig dir meins. Ist übrigens ein sehr schönes Motto auch für den heutigen Abend. Also hier werden viele Uhren gezeigt. Natürlich auch die Gäste, die heute Abend hier sind, haben natürlich alle ihre Schätze von zu Hause mitgebracht. Ganz viel Oris natürlich und da sind natürlich auch Modelle dabei, die in limitierter Auflage mal hergestellt wurden, die es nicht mehr gibt. Also finde ich toll, heute Abend kriegt man auch mal was zu sehen, was du im Schaufenster nicht mehr findest. Genau, absolut. Ja, gerade die Neuigkeiten, die man nicht überall sieht derzeit, die wir heute Abend hier uns bewundern, auch mal anlegen, anfassen, bewundern. Ja, super. Da wünsche ich dir noch viel Spaß damit. Ja, vielen Dank. Hallo nochmal vom Clubabend, kann man ja sagen, vom Oris Social Club Düsseldorf, heute hier bei Juwelier Weber in Gelsenkirchen-Buer. Und wir führen untereinander sehr schöne Gespräche hier über den Abend und ab und zu kommt mal einer mit vor die Kamera, das ist in diesem Fall der Martin. Ich grüße dich. Ja, hi, vielen Dank. Und du bist Oris-Fan? Ja, mittlerweile ja. Hat einen Moment gedauert, ich hatte ein bisschen Startschwierigkeiten mit Oris, aber mittlerweile brenne ich richtig für die Marke. Ja, vor allen Dingen hast du was am Handgelenk, was ich gerne hätte. Ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt. Ja. Kannst du ruhig mal zeigen. Ja, mach mir den Zahn lang. Die Oris Aquis Dat Watt. Limitiert auf 2009 Stück, ja. Weil das Wattenmeer 2009 UNESCO-Weltkulturerbe geworden ist. Ja, und ich war irgendwie der 2010. und habe keine mehr gekriegt, der sich dafür interessiert hat. Aber gut. Deine Freude, mein Leid. Es war bei mir auch nicht mehr so einfach. Also die war auch schon schwer vergriffen, aber dank Juwelier Weber, die sich da wirklich ins Zeug gelegt haben, die haben mir noch eine organisiert. Das fand ich echt klasse. Und jetzt lass mal über die Uhr sprechen. Ja. Ist das für dich ein Daily Rocker oder ziehst du die Uhr nur an hohen Feiertagen an? Wie trägst du deine Oris? Generell trage ich alle Uhren in einer unbestimmten Reihenfolge immer wieder und auch jeden Tag. Also es hat nichts mit Feiertag oder sonst irgendwas zu tun. Aber die Aquis ist halt prädestiniert als Alltagsuhr, weil ich habe eine super Wasserdichte mit 300 Meter. Ich habe ein wunderschönes Ziffernblatt, was bei grauem Regenhimmel genauso wunderschön aussieht wie bei strahlendem Sonnenschein. Ja. So, perfekt. Jetzt sagen wir nur noch eins, Martin, da ist ja eine Tidenhubskala drauf. Ja. Kannst du damit umgehen oder geht es dir wie vielen Leuten, die Komplikationen an ihren Uhren gar nicht benutzen oder beherrschen? Ich habe es mal erklärt bekommen und versuche es so wiederzugeben. Also ich wohne ja auch nicht in Norddeutschland, wie man vielleicht schon mal im Akzent merkt. Aber ich habe ja unten das Grau auf dem Ziffernblatt und oben das Blau. Das heißt also, wenn mein Zeiger quasi unten ankommt, bin ich bei Ebbe. Und das Grau symbolisiert mir quasi den Meeresboden, den ich dann sehe. Und wenn ich weiter oben in dem schönen Blau bin, dann habe ich Flut und das Wasser bedeckt quasi den Meeresboden. Okay, dir kann nichts passieren, ja? Auch als Süddeutscher kann dir nichts passieren, wenn du dann mal ins Watt gerätst, irgendwie mal so von, also sehr, sehr schön, Cuxhaven, wenn du da durchs Watt läufst, auf die Insel Neuwerk. Wir haben das mal ein paar Jahre gemacht und haben da Austern gesucht, wirklich aus dem Schlick gezerrt und da siehst du dann diese Rettungskörbe, die auf diesen, also wenn man dann nicht drauf guckt, dann musst du irgendwann in so einen Rettungskorb klettern, aber ich glaube, dir kann nichts passieren. Ich denke nicht. Also Oris hat davor gesorgt, dass ich da wohlbehütet durchs Wattenmeer schreiten kann. Mach mal so einen Urlaub da oben. So eine Insel gehört zu Hamburg, ist eigentlich eine Hallig, aber schon eine Insel. Neuwerk. Ja. Das ist genau der Place to be für deine Dat Watt. Dann wird das wohl der nächste Urlaub werden mit der Dat Watt, ja. Genau. Martin, dir noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank euch auch. Ja. So, liebe Freunde der gepflegten Zeitmesser, wir haben einen geilen Abend gehabt, ne? Konstantin ist bei mir. Auf jeden Fall. War richtig schön, richtig gute Gespräche, schöne Uhren. Herz, was will man mehr, oder? Lecker Essen gab es auch. Wir haben uns hier hemmungslos mit Limonade einen angesoffen. Not sponsored, aber ja, doch, kann man nicht meckern, war wirklich gut.
und hat Spaß gemacht, wie immer mal. Ja. Der Frank ist auch noch bei uns, Frank Timmermann von Oris. Schön war's, auch die neuen Uhren mal zu sehen und anfassen zu dürfen. Und ihr könnt das ja demnächst dann auch direkt hier bei Jubilee Weber tun, weil ich glaube, du lässt was hier, ne? Mit Sicherheit, und ich sage auch nochmal Dankeschön für euer Zutun. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, absolut. War ein schöner Abend. Die letzten Gäste sind noch vorne, die nehmen wir jetzt mit. Vielleicht kämen wir noch irgendwo ein, oder? Ja, so einer geht noch, oder? Ja. Oh, wir haben einen gefunden, der einen ausgibt. Also, bis ganz bald und habt eine gute Zeit. Heute war es besonders schwachsinnig. Fürchterlich. Widerwärtig. Nächste Woche wieder. Na freilich.